Ja, willkommen zu einem weiteren Autobahn-Reichweiten- und Verbrauchstest. Das heutige Fahrzeug, ein Skoda Enyaq iV 80 Plus. Ihr seht schon, der ist nicht Arctic Silver, so wie ihn in der Werbung immer gezeigt wird, präsentiert wird. Wir haben ihn in Velvet Rot bestellt und zeigen euch den. Ja, Rot weckt Emotionen. Mir gefällt das Blau natürlich auch sehr gut, aber jetzt haben wir ihn mal in Rot, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ansonsten haben wir eigentlich selten rote Fahrzeuge. Vivienne? Das stimmt, ne? Er ist ja ein richtiger Charmeur, muss man sagen. Wie in einem Rolls Royce findet man hier in der Türkante einen Schirm drinnen. Also das ist, was hältst du davon, Vivienne? Liebst. Das ist mal richtig cool. Ja, die das schon kennen, was machen wir heute? Wir fahren auf unserer Teststrecke Autobahn. Ja, flache Strecke, 100, 120 und 130 km/h. Präsentieren euch am Ende unsere Werte und die Reichweite, wie weit der Enyaq auf der Autobahn kommt. Herzlich willkommen beim InstaDriver. So, willkommen auf der Autobahn. Wir bewegen den Enyaq jetzt hier auf unserer Teststrecke. Wir beginnen mit 130 km/h. Beschleunigen jetzt mal gleich raus, wenn es der Verkehr erlaubt. So, raus und Beschleunigungstest. Von 80 auf 130, aha, ja, können wir schon die ganz drübere Spur nehmen, weil wir überholen. Geht ganz gut, das Beschleunigen. So, wieder hier rüber, es gibt doch noch schnellere. So, ja, gleich mal zu Beginn, es ist leise, es ist eigentlich vergleichsweise leise. Wir werden das mal gleich durchtesten, 130 km/h. Ja, zwischen 69 und 70 Dezibel hier im Enyaq. Von meinem Gefühl her ist es aber noch mehr schallgedämmt. Von den Windgeräuschen höre ich nichts Störendes. Es wirkt sehr großzügig und sehr schallisoliert hier drinnen. Schon mal ein guter Pluspunkt. So, wir werden uns jetzt auch die Assistenzsysteme ein wenig anschauen. Gehen jetzt mal runter vom Sportmodus auf Komfort oder sagen wir mal Eco. Wir wollen mal probieren, wie weit denn der Enyaq kommt bei 130. Dazu schalten wir jetzt mal den Tempomaten ein. Hier Travel Assist nennt sich das in Skoda. Mit einem Knopf hier im Lenkrad ist er auch aktiviert und müsste jetzt eigentlich auch von selbst lenken. Das tut er auch. Unser Skoda ist schon bereit. Cool, funktioniert ja richtig gut. Lenkung übernehmen, na gut. Irgendwo muss man wieder berühren. So, wir haben auch Augmented Reality hier drin. Das heißt, hier vorne seht ihr dann auch die Abstandsregelung und ihr seht immer wieder so die Spur, die ihr euch anzeigt. Und natürlich, wenn ihr das Navi einschaltet, dann zeigt euch natürlich hier auf der Straße an, wo ihr abbiegen müsst. Das ist besonders cool. So, ich würde sagen, wir setzen jetzt dann unsere Zähler zurück. Dazu müssen wir in dieses Menü gehen, sagen ab Start auf 0 setzen. Jawohl, bitteschön, fahren jetzt. Ich möchte jetzt auch 130 fahren. Dazu gibt es hier unten den Hebel Speed hoch. So, er sagt automatische Rekuperation, das wollen wir auch haben. Das ist gut, also im D-Modus automatische Rekuperation. Und ja, hier sind schon die Abstände wieder drinnen in der Augmented Reality im Display. Zeigt er uns immer wieder die Abstände zu den Fahrzeugen da vorne. So, 130 sind wir jetzt unterwegs und messen auf unserer Teststrecke den Verbrauch. Vorher schauen wir uns noch ganz kurz die Assistenzsysteme an, wie die denn funktionieren. Ich fahre da jetzt mal jemanden auf sozusagen. Ja, beim Blinken hört er auf mit dem Travel Assist natürlich, wenn wir die Spur automatisch wechseln. Und jetzt, vielleicht könnt ihr das jetzt sehen. Er bremst automatisch runter, Abstand kommt hier vor. Und hier im Display wird jetzt auch der Abstand angezeigt. Wir können den Abstand hier, gibt es einen Hebel noch unten, da können wir den Abstand hier auf einem Drehrad oben auch ganz schnell anpassen, individuell, und die Geschwindigkeit natürlich auch rauf und runter drehen damit. So, Abstand tun wir mal näher, dann müsst ihr jetzt näher an das Fahrzeug heranfahren, schauen wir uns das mal an. So, Lenkung übernehmen, ja, bewegt sich aber ganz langsam auf das Fahrzeug zu, zeigt mir jetzt auch mit Augmented Reality den Abstand an. Das heißt, ich weiß, er passt auf, dass ich nicht ranfahre. Recht gut gemacht, muss ich sagen. Die Bewegungen sind ohne Rucken, sondern ganz, ganz sanft. Und ja, der aktive Spurassistent oder Lane Assistant, wie es hier heißt im Skoda, der hält uns auch perfekt in der Spur. Schön gelöst.
Ja, in unserem Testvideo zeigt euch Vivienne auch alle einzelnen Assistenzsysteme, die hier in dem Fahrzeug drinnen sind. Ich verlinke euch das Video hier oben, dann könnt ihr da nochmal explizit reinschauen. Ich werde jetzt wieder rausbeschleunigen. Aha, sobald ich den Blinker setze, gibt er auch ein wenig Gas oder Strom, muss man eigentlich sagen. So, machen wir nochmal. Ja, macht er das? Ja, 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 ja. Ja, beschleunigt, aber nicht sehr rasch. Liegt vielleicht jetzt auch an dem Verkehr vorne. Aber er beschleunigt gut raus. Wir wollen jetzt nämlich 130 fahren und unsere Teststrecke absolvieren. Und dann, wir fahren jetzt einmal mit 130, 120 und 100 km/h und zeigen euch dann alle Werte und Reichweiten. So, 130 km/h gefahren, über 25 Kilometer und unser Verbrauch ist 24,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, das klingt im ersten Augenblick ein wenig viel. Zu kurze Angaben zu dieser Version, wir haben hier den IV 80 Plus, wir haben auch eine Wärmepumpe mit an Bord, haben jetzt auch die Klima gebraucht, um noch auf 19 Grad runterzukühlen, denn es ist im Auto ziemlich warm geworden. Temperatur haben wir 20 Grad, zeigt er plötzlich an. Wahnsinn, ja. Draußen ist es noch ziemlich warm geworden. Und ja, der Verbrauch scheint mir jetzt ein wenig hoch. Okay. So, ein kleiner Zwischenstand. Wir sind jetzt noch einen weiteren Abschnitt 130 gefahren mit dem Modus Normal und ohne die Klima anzuhaben. Und siehe da, nach 14 Kilometern 128 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit haben wir plötzlich nur 20,3 Kilowattstunden verbraucht. Dieser Wert ist natürlich viel, viel besser. Gefällt mir schon ja, um einiges mehr. Interessant. Wir werden das mal so festhalten und in unsere Analyse aufnehmen. So, willkommen zu unserer Autobahnreichweiten- und Verbrauchsauswertung. Wir haben die Teststrecke auch nun mit 100 und 120 Stundenkilometer absolviert. Die Reifendimension bei unserem Skoda Enyaq ist auf den Antriebsrädern 255, 45 R20 und vorne 235, 50 R20 mit 2,2 bar befüllt. Unsere Bedingungen heute waren stark sonnig mit ein paar Wolken und um die 20 Grad Außentemperatur. Im Auto wurde es dadurch ziemlich heiß, also haben wir die Klimaanlage auf 19 Grad eingestellt und fahren im Eco-Modus. Bei 130 km/h haben wir 24,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Unsere reale Autobahnreichweite bei dieser Geschwindigkeit und den vorherrschenden Bedingungen ist somit 300 Kilometer. Ohne Klimaanlage auf derselben Teststrecke sank der Verbrauch deutlich auf 20,2 Kilowattstunden. Die reale Reichweite steigt somit auf 360 bis 370 Kilometer. Bei 120 Stundenkilometer, wieder mit Klimaanlage auf 19 Grad eingestellt, war unser Verbrauch 20,6 Kilowattstunden. Die Autobahnreichweite damit 360 Kilometer. Und bei 100 Stundenkilometer haben wir einen Spitzenwert selbst mit Klimaanlage von nur 15,3 Kilowattstunden gemessen. Die Reichweite auf der Autobahn ist somit 490 Kilometer. Bitte beachtet, dass die Verbrauchswerte stark von den vorherrschenden Bedingungen wie Temperatur, Wind und Terrain abhängen und wir keine Gewähr für die genannten Reichweiten geben. Alright, das war unser Autobahn-Reichweiten- und Verbrauchstest mit dem Skoda Enyaq. Schön war's, er fährt sich gut auf der Autobahn. Es gibt Schwachstellen, das ist die Spracherkennung, die funktioniert nicht, wie man will, aber das kann sicher mit einem Software-Update im Nachhinein auch noch gelöst werden. Vom Fahrverhalten auf der Autobahn bin ich begeistert. Durch den großen Radstand von über 2,70 Meter fährt es sich sehr solide und sehr ruhig auf der Autobahn. Auch die Windgeräusche sind sehr minimal. Also man hat ein sehr, sehr gutes Autobahngefühl, auch über längere Strecken. Wie weit man jetzt kommt, das wisst ihr ja. Spannend zu sehen war, dass mit Klimaanlage gleich ein erhöhter Mehrverbrauch da war. Also vielleicht könnt ihr hier selber immer ja, im Betrieb ein wenig darauf achten, wann ihr den besten Verbrauch mit dem Enyaq rausholt und so doch einige Kilometer auf der Autobahn ohne Zwischenladen kommt. Ja, ansonsten, ihr könnt natürlich auch die Fahrzeuge immer miteinander gut vergleichen, da wir alle Fahrzeuge von derselben Teststrecke miteinander vergleichen. Ich verlinke euch hier oben auch noch unseren Enyaq-Test. Da testen wir das Auto mal allgemein durch. Unser Durchschnittsverbrauch war in diesem Test 17,9 Kilowattstunden. Der ist eigentlich sehr gut, so kommt man
um die 430 Kilometer mit dem ENIAC. Die Temperaturen waren nicht so warm wie heute. Wir hatten 15 Grad, immer noch Frühlingstemperaturen. Aber das sind die Werte dazu. Also schaut mal oben rein, dann seht ihr mehr Informationen dazu. Ansonsten, ja, verpasst dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert auch den Kanal, falls ihr noch nicht habt. Vivienne und ich machen laufende Elektroauto-Tests und auch unsere Sendung Statistics. Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet, wenn ihr elektrisch fahrt und wenn das Leben liebt. Ahoi!